Hallo zusammen, hier ist euer Netherblade zu meinem neuen Unboxing-Video. Wieso diese? Ich habe es vorwärtig schon ein bisschen ausgepackt, ich bin ehrlich. Um was es geht, wie ihr wisst, Wintersaison ist eingetroffen und ich habe mir endlich nach all den Jahren einen Helm gekauft. Ja, es hat 28 Jahre gedauert, jetzt wisst ihr auch mein Alter, bis ich mir einen Helm gezogen habe. Ja, wieso? Ich habe immer gefunden, ja, es sieht ein bisschen bescheuert aus, diese Helme. Ich war lieber mit der russischen Mütze hier unterwegs, Skibrille auf und passt. Zum Glück bis jetzt noch nichts passiert, aber ich habe jetzt was gefunden, was mich auch visuell mega anspricht, nämlich der Helm von Rurok und ich will mal sagen, wir schauen das Ganze mal an. Das Ganze wird in diesem Paket geliefert. Was jetzt hier schade ist, es gibt leider keinen Vertreter in der Schweiz. Also ich musste das jetzt auch vom Ausland bestellen, von England, was natürlich mit Zollgebühren verbunden war. Schlappe 40 Euro. Ja, die Schweiz ist wieder mal am Abzocken. Wer kennt's nicht? Der Inhalt selbst ist eigentlich relativ simpel. Also ihr habt hier Stickers dabei, eine kleine Broschüre. Könnt ihr durchblättern. Was jetzt noch cool ist, ein Flaschenöffner im Helmdesign. Also er gefällt mir eigentlich sehr gut. Geiles Gadget. Und ihr habt auch noch diverse Bedienungsanleitungen, verschiedene Sprachen. Und was jetzt noch ganz cool ist, in diesem Helm ist ein Rekordchip verbaut. Was das bedeutet, falls ihr von der Lawine verschüttet werdet, könnt ihr leichter gefunden werden. Ist mir jetzt eigentlich aufgefallen, dass jetzt bei meinem neuen Skianzug keiner drin ist. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der abseits der Pisten fährt. Eher so der Langweiler. Ja, oder sagen wir mehr der Raser. Hier die Face Mask mit den Lufteinlässen vorne. Hier habt ihr die Clip-Halterung, das ist mit einer Feder befestigt. Also denke ich mal, das geht euch nicht so schnell kaputt. Weiter geht's mit der Brille, natürlich auch mit so einem Säcklein dabei, damit euch das Ganze nicht verkratzt. Was bei der Brille jetzt noch cool ist, ihr könnt hier die Halterung links und rechts aufklappen und das Visier rausnehmen. Das mit Magneten befestigt, seht ihr hier, hat natürlich seine Vorteile, falls mal das Visier beschädigt wird oder verkratzt oder ich sage jetzt mal, das Rote gefällt euch einfach nicht, könnt ihr das austauschen. Also ziemlich cool, spart sicher nachher auch Kosten ein. Auch hier oben seht ihr, habt ihr kleine Lufteinlässe, damit euch das Visier da nicht anläuft. Zum Hauptbestandteil, der Helm selbst wird natürlich auch in so einem Sack mitgeliefert. Hat natürlich auch seine Vorteile, falls ihr den mitnehmt, dann wird euch das nicht zu verkratzt oder ihr könnt es auch zum Putzen brauchen. Hier ist noch ziemlich cool, der Helm hat mega viel Lufteinlässe. Also hier über den ganzen Kopf verteilt bis hinten rum, auch auf der Seite. Was mir jetzt noch ein Rätsel ist, falls jetzt mal übermäßig regnet, was nicht der Fall sein sollte, weil es schneit ja mehr, ob hier Wasser reinkommt und die Feuchtigkeit irgendwie innen durch abfließen kann oder ob hier eine Nanotechnologie verbaut ist, habe ich keinen Plan. Der Helm selbst ist eigentlich relativ einfach zum Zusammenbauen. Also ich empfehle euch, den so zusammenzubauen, nicht erst, wenn ihr den anhabt, sonst habt ihr ein bisschen Probleme, Schwierigkeiten. Brille könnt ihr aufsetzen hier vorne. Und was jetzt hier auch cool ist, ihr habt eigentlich so eine Silikonmasse. Also wenn ihr das anschaut, das hält euch bombenfest. Natürlich könnt ihr das hintenrum auch noch hier einklipsen, dass das euch nicht wegfliegt. So, Brille schon am Anfang gut einpassen, weil sonst habt ihr nachher ein bisschen Schwierigkeiten, um hier die Face Mask zu montieren. Die könnt ihr eigentlich ganz leicht einmal hier einklipsen auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Hier müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr die Brille dann hier ein wenig nach oben drückt, weil sonst unterfahrt ihr das Ganze. Und perfekt. Schlussendlich habt ihr dann gar kein Spaltmaß mehr. Hier kommt noch ein bisschen Luft rein. Also es hat sicher seine Vorteile, dass das Visier nicht anläuft. Und der Helm selbst sieht dann einfach richtig geil aus. Falls der Helm euch nicht passen würde, habt ihr 14 Tage Rückgaberecht, also sehr kulant. Die Frage ist einfach, wer die Kosten übernimmt, ist mir auch jetzt noch ein Rätsel, das steht noch in den Sternen.
Ja, ich würde mal sagen, machen wir mal den Praxistest und ich hoffe, ihr kommt mit auf meine Reise auf die Skipiste. Mein Fazit zu diesem Helm, das erste, was mir gleich aufgefallen ist, niemand hatte diesen Helm oder was Vergleichbares. Ihr seid wirklich so ein kleines Unikat auf der Skipiste, darum schauen euch auch viele Personen an, sei es im positiven oder im negativen Sinn, aber mir war das in dem Moment so egal, weil ich so Freude an diesem Helm hatte. Das Visier selbst läuft euch nicht an, also müsst ihr wirklich gar keine Angst haben, auch die Umgebungsgeräusche nehmt ihr noch genügend wahr. Das einzige Negative, was mir jetzt hier aufgefallen ist, dass sich die Hitze extrem anstaut, sobald ihr steht. Ansonsten von mir eine eindeutige Kaufempfehlung, falls ihr was Besonderes haben wollt, was nicht jeder hat. Das wäre es auch von mir gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Unboxing-Review-Video. Bis zum nächsten Mal, euer Netherblade. Ciao zusammen.